Es ist wieder soweit. Jens und meine Wenigkeit zeigen euch die neuesten Flaggschiffe bei Turn-On. Und es geht aktuell um das LG G6. Und wir gucken mal, wie sich das auch vor allen Dingen im Vergleich zu einem S8 schlagen kann. Wir machen mal einen ganz kurzen Abreißer. Du hast jetzt schon noch mal ein paar Tage das S8 testen können. Wie hat dir das gefallen? Ist nett. Gutes Telefon, ne? Gutes Telefon. Nee, also ich würde es nicht so sagen wie beim Note 7. Das ist ein gutes Telefon. Das ist ein gutes Telefon. Das ist Note 7. Das ist ein gutes Telefon. Aber das ist ein gutes Telefon. Ist nett. Es ist nicht das perfekte Telefon, auch nicht nahezu perfekt. Hat ein geiles Design, gutes Display und sonst kommt da halt viel, was man so nicht braucht. Fingerabdrucksensor hinten, Bixby und so ein Zeugs. Oder was andere auch haben. Was es sonst Alter auch so gibt. Genau. So. Solide Kamera, wirklich gut. Ja, du, solide, ist ein gutes Telefon. Dann gibt's ja das G6. Jetzt haben wir nämlich ein ganz großes Problem. Also ich bin der Meinung, ich habe jetzt beide Geräte gut testen können. Ich bin vom G6 mehr überzeugt als vom S8, was daran liegt, dass vom S7 der Sprung zum S8 nicht so groß ist, wie der Sprung vom G5 zum G6. Obwohl die Technik da drin gar nicht so krass ist, wie die im Samsung. Genau. Genau. Also rein auf Papier erstmal. Die ganzen Specs haben wir jetzt mal unten in der Banderole reingeschrieben. Das haben wir alles nicht im Kopf. Das ist langweilig. Also 4 GB RAM, Arbeitsspeicher, Qualcomm Snapdragon 821, 13 und 5 Megapixel Kamera vorne und hinten. Dann haben wir hier aber eine Weitwinkelkamera. Das ist der ganz, ganz, ganz große Punkt, weil diese Kamera macht Spaß. Und Die Software dazu ist auch gut, weil man kann in dem Pro-Modus wirklich sehr, sehr viel einstellen. Es gibt eine Peak-Möglichkeit, das heißt, da kannst du erkennen, wo der Fokus gerade liegt. Das wird dir ganz genau an so einer farbigen Umrandung angezeigt. Und du kannst sehr viel spielen. Und der doppelte Bildschirm ist auch toll, mit dem Square-Foto oder die mehrfachen Fotos darunter, beziehungsweise Foto und Video unten in diesem Film-Reel. Yeah. Und dann kannst du gleich aussehen, will ich nochmal neu machen, geil, und klack, speichern, senden. Das alles irgendwie, das macht alles Spaß. Also alles, was ich bisher damit gemacht habe, ist nicht das perfekte Bild, um Gottes Willen. Ja. Da können wir uns nochmal unterhalten, da sind wir beim Lumia 800, 580, wie auch immer. Nein, 950. Merke dir diesen Namen. Lumia 950. Namen sind Schau und Rauch. Das Ding hat irgendwie... Es macht einfach Spaß. Es funktioniert mit genau dem, was es machen soll. Ja. Weil sehr gute Fotos kriegst du nur mit einer richtigen Kamera hin. Und Smartphone-Fotos sind immer nett. Die sind immer nett. Ja. Außer Lumia 937. Ja. 800, 320. Ja, genau. Ja, da stimme ich dir sehr zu. Das ist tatsächlich so. Man hat mit der Kamera, auch wenn sie qualitativ nicht geil ist, sehr viel Spaß. Interessant ist aber auch, obwohl das Telefon fühlt sich wertiger an, du hattest ja vorhin schon das kurz erwähnt, es fühlt sich wertiger an, obwohl es nicht so stylisch ist. Also es ist optisch nicht so stylisch, im Gegensatz zu dem S8, hier ist es ja so einmal um die Ecke und das Display verschwindet, Infinity und wie das alles heißt. Toll! Und das ist halt ein Display, nur halt solide, ne? Und sehr, sehr schmale Ränder und so weiter und so fort. Hier ist es sehr viel klassischer, hier ist es futuristisch. Das ist aber praktikabler. Genau, im Alltag hat mich das Ding nämlich hart genervt, weil wir, Kritikpunkt, den wir schon mal angebracht haben, muss das Telefon aus der Tasche raus und ich musste mich immer 3-4 Mal umsehen, bis ich wirklich diesen Punkt erwischt hatte. Oder ich nehme das Telefon raus und halte es mal ganz kurz so und dann entsperrte es erst. Und Der Grund ist banal. Ja, kurz für euch, der Grund ist sehr banal, weil es hat, also schaut euch die Rückseite an, die Rückseite und Fingerabdrucksensor. Hier ist es glatt rau, glatt und hier ist es glatt, glatt, glatt. Das heißt, deswegen kannst du ihn blind erfüllen. Einfach nur, weil der Fingerabdrucksensor rau ist. Und weil er immer noch auf der Höhe liegt. Ne? Also auch, wenn man jetzt mal dein Beispiel nimmt, das Telefon liegt hier unten in der Ecke. Ja. Ich komme immer noch ganz knapp ran. Ja. Ich kann das Telefon immer noch ganz knapp entsperren. Du musst umgreifen. Du bist gezwungen zu greifen. Ja. Und ich glaube, so zwingt Samsung die Leute auch ein bisschen dazu, die oberen Kameras zu nutzen, um zu entsperren. Aber es nervt mich halt, weil ich das Telefon nicht wie im Durchschnitt um die 70 Mal entsperre, sondern 170 Mal am Tag. Und da nervt mich sowas massiv. Ja, deswegen ist das für mich gar nichts. Ja, nee, bin ich ganz bei dir. Also ich bin jetzt einmal ganz kurz iPhone dazuholen. Nein, nicht Fanboy. Einmal kurz dazuholen. Das ist der Vorteil immer noch bei einem iPhone. Der Fingerabdrucksensor ist vorne und du bist halt noch schneller. Du ziehst das Telefon raus, drin. Ja. So. Ich nenne es mal Gewöhnungssache, aber du kannst dich für sowas wesentlich besser umgewöhnen als für sowas. Ja. So, Punkt. So, die Kamera ist, wie gesagt, gut. Sie ist auf gar keinen Fall High-End, sie ist auf gar keinen Fall Top-Notch. Da müsst ihr euch immer noch bei den 800-Euro-Geräten bewegen. Aber genau das ist der Punkt, weil dieses Telefon hier mit seiner Titanium-Farbe, es gibt es noch in Weiß, glaube ich, Silber, richtig Silber und in Schwarz, dann wird es ein bisschen glossy. Ich finde das hier mit diesem Matt sehr nett eigentlich. Dann seid ihr bei einem Preis von 660 Euro. Ja, absolut.
für ein sehr neues Telefon. Der UVP liegt bei 750. Ja, aber der Internetdurchschnittspreis ist jetzt 660. So, 660 Euro. Ja. Und das Ding ist immer noch nicht verfügbar. So wirklich, richtig. Das heißt, wenn das Ding verfügbar ist, werdet ihr euch wahrscheinlich so bei 650 Euro eingliedern. Und dafür ist das Ding top. Es hat Fast Charging, 3300 mAh Akku. USB-C. Übrigens so viel wie in dem Ding hier, 3300 mAh. USB-C klingt so albern, ne? Aber viele neue Geräte haben es immer noch nicht. Die haben immer noch Micro-USB, deswegen ist USB-C schon geil zu haben. Im Android-Bereich haben sie jetzt alle USB-Type-C. Ja, tja, es geht auch anders. Wir haben hier übrigens ein 5,7 Zoll Quad-HD-Display mit 2880, ich lese das mal ab, mal 1440 Pixel mit einer Pixeldichte von 541 ppi. Das ist super fix. Super, super sauber, hat eine 18 zu 9, also eine 2 zu 1 Ratio. Deswegen auch dieses Display, so wie wir das hier sehen. Und aber auch mit HDR und Co. Also auch mit HDR und Co. Auch mit Dolby Vision. Ja, hat leider nur ein LCD-Panel, deswegen sind die Farben nicht so kräftig, nicht so übersättigt wie bei dem Gerät. Ja, also wo man ist auch drauf eigentlich stehen hier, also klassisches, ich nenne es jetzt einfach mal salopp gesagt ein klassisches Display. Aber auch nicht so hell. Das ist richtig, hat einen matten Look. So, dafür ist die Akkulaufzeit bei dem Gerät in meiner Testphase bisher nicht gut genug. Ja, da alles muss als von iPhone. LG noch mehr nachkommen. Ja, gut. Ist besser als iPhone. Das iPhone ist. Ja. Während das S8 am Ende des Tages 50% hat, bist du hier bei 20. Mit viel Glück. Hier bin ich bei 0 und da bei 20. Dann okay, ja, gut. Dann passt das ja in etwa. Ja. Und schade ist auch, dass USB-Typ C mit USB 2 läuft. Und bei mir, ja. Genau, das Bluetooth 4.2 und nicht 5 verbaut ist. Das heißt, so ein fancy Kram wie zwei Kopfhörer verbinden gleichzeitig geht da nicht. Aber hätte man halt noch kommen können, ja. Also zwei Sachen. Wer überträgt über das Kabel ernsthaft Daten? Eigentlich macht man das meiste über die Speicherkarte, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Ja, gerade gut, so du kannst du ja hier machen, ja klar. Videos und Fotos landen dann eher auf der Speicherkarte als Kabel. Und der Preis. Also du kriegst halt für 200 Euro weniger, wenn du darauf verzichten kannst, ein ebenbürtiges Telefon. Ja. Ja. Von daher hat LG alles richtig gemacht. Also ich hätte jetzt keinen Grund zu meckern. Ja. Keinen ernsthaften Grund zu sagen, das ist scheiße. Die Kamera ist schlechter als vom SR. Aber sie kann mehr als das S8. Aber sie kann am Ende mehr, ja. So, Punkt. Fingerabdrucksensor sitzt richtig, Gehäuse liegt schön in der Hand, es ist abgerundet, es ist nicht zu schwer, es hat genau... Display hat eine schöne Ratio generell, wie viel von der Front jetzt Display ist und wie viel noch Rahmen. Also, Entschuldigung LG, ihr habt hier alles richtig gemacht. Das, was mich letztes Jahr beim G5 noch gestört hat, ist hier... Also die Idee beim 5er mit dem modularen System und so war nett, aber einfach scheiße. Ich glaube, das braucht auch noch mal 5 Jahre. Ja, war nett, aber nee. Tja. Das ist erstmal unsere Meinung zu den Geräten. Ob wir jetzt noch mal ein richtiges Review machen oder das eigentlich auch schon ausreicht, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinschreiben oder auch diese Umfrage hier oben ausfüllen. Genau. Und wenn es dir gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, dann lasst ein Abo da. Und vergesst unsere Social Media Plattform nicht. Facebook, Instagram, Twitter. Turnon.de gibt es auch noch. Ah ja. Da gibt es generell die Tests immer. Also diese ganz normalen Tests, wenn ihr was ablesen wollt. Und Gerüchte. Hast du schon was vom S8 gehört? S9? S9, S10 haben die schon. Nee, die sitzen jetzt am S8. Am S11? Gar nicht mit gerechnet. Ah, okay. Das S11 wird, glaube ich, besser als das S8. Ich glaube auch. Ja.